Normalerweise seht ihr mich jeden Abend in dieser Pose, wie ich eine Lunchbox zauber. Denn in der Schule soll natürlich was gegessen werden, meine Jungs sollen nicht hungrig sein und deswegen mache ich das jeden Abend richtig schön für die. Aber heute bzw. morgen ist alles anders. In Sachsen ist der letzte Schultag vor den Ferien und der ist bei uns super, super kurz. Das heißt, ich weiß jetzt schon, wenn ich da eine volle Lunchbox bauen würde, die würde mindestens zur Hälfte wieder zurückkommen. Und da wir dann morgen auch noch unterwegs sind, würde das wahrscheinlich nachmittags auch nicht gegessen werden. Und das mag ich nicht. Deswegen gibt es für morgen nur ein bisschen Obst, was man sich auch mal schnell im Auto reinschieben kann. Und Obst ist sowas, das geht bei uns tatsächlich wirklich einfach immer. Und das hier, was ihr seht, das ist tatsächlich auch die Favorite-Auswahl für die Schule. Gurken gehen immer, Gurken sind ganz wichtig. Weintrauben sind auch ganz wichtig, gehen auch immer, wobei die Jungs lieber die grünen mögen und ich liebe die roten. Ich esse nur rote. Der absolute Favorite sind natürlich Erdbeeren. Da habe ich gestern, glaube ich, 1,5 Kilo gekauft, weil die im Angebot waren. Im Netto. Und da habe ich welche mitgenommen. Und ihr seht, hier ist heute nicht viel Arbeit gewesen, aber da weiß ich, da müssen wir nichts wegschmeißen und das ist mir wichtig.